Moin Toads, willkommen zum neuen Stream. Ich gehe gerade an den PC rein und gucke hier auf mein YouTube Stream Dashboard. Und was sehe ich erstmal? 21 Dislikes. Man kennt's. Ah, ich liebe immer diese. Ich weiß nicht, das hat mir schon mal. Das ist immer so ein Typ oder so. Wer sich so denkt, ja Mann, heute habe ich nichts zu tun. Heute dislike ich den Stream. Kleine Leute auf jeden Fall. Verstehe ich nicht so ganz. Fugo, grüß dich. Farmbibel, moin. Shadow, moin. Jetzt ist einmal der Chat hier wieder weg, ey. Alex, Freund, moin. Pixelnick, moin. Philipp, moin. Gamertot hat heute keine Zeit, ey. Grimando, grüß dich. Ja, Leute, ihr könnt mir wieder eure Level schicken. Das Formular ist jetzt offen. Ihr könnt mir das schicken. Ihr müsst dazu einfach nur auf den Link gehen. Dann könnt ihr euer Level einsenden. Genau, da ist es. Da könnt ihr euer Level einsenden. Ich finde schon ganz amüsant hier, Leute. Liked mal schön den Stream. Heute gab es wieder einen Hater, der sich dachte: Ja, Mann, heute dislike ich den Stream, weil ich lustig bin. Erik, grüß dich. Trace, grüß dich. Snuffy, grüß dich. Dennis, grüß dich. Galaxy 2.0, grüß dich. Bäumchen Nummer 3. Moin, Leute. Ja, schon wieder ganz amüsant heute hier. Eieieiei. Hab's eingesendet. Nice. Ja, und später spielen wir noch ein paar Runden Splatoon. Aber erstmal geht's los mit Mario Kart. Der letzte Stream ist ja vor ein paar Tagen ein bisschen abgekackt. Auf einmal. Moonshild oder Schild? Moonshild wahrscheinlich, ne? Grüße, moin, willkommen. So, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Formular rein. Wo haben wir das denn hier? Muss wieder ein bisschen scrollen. Ich habe auch wieder Lust, ein bisschen eure Level zu spielen. Da sind schon ein paar Einsendungen drin. Wunderbar. So, Moonshield ist sogar als erstes heute dran mit einem Super Mario World Level. Alles klar. So, K0 J. Die Einsendung kommen rein, Leute. Einsenden könnt ihr es in der Beschreibung. Gönnt euch. So, X, S, L, F. Wunderbar. So, einmal mal kurz hier mein Steam Deck noch öffnen, ne? Das haben wir ja auch noch. So. Wunderbar. So, yeah. Und moin auch an, wie Name ihn? Dennis zum Beispiel oder Mr. LG Würstchen. Der hat seine Nachricht erstmal gelöscht, man kennt's. Er sagt J, Y meine ich natürlich. Ich verwechsel irgendwie diese beiden Buchstaben immer, ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund verwechsel ich immer diese Buchstaben. Ganz, ganz komisch. Ich weiß es nicht. Ist manchmal ein bisschen belastend. Oh nein, warte. Eieiei. Ist immer ein bisschen belastend, Leute. Ja. Kann vorkommen, dass ich die einfach verwechsel, weil ich Demenz habe. Je, man kennt's. Wo ist Leo? Oh Junge, der Name, ey. Scheiße, was ist das denn? Leo, du. Buchstabieren lernen, ja. Sollte ich mal machen. Was ist Dütten? Was ist denn das für ein Beginn, ey? Würstchen-IDs bitte in die Beschreibung, beziehungsweise jetzt habe ich den Link gerade in den Chat gepostet. Dort kannst du dein Level einsetzen. Okay. Okay. Bisschen kritisch. Bisschen mehr als kritisch. Willst du mich ver. Was ist das denn? Wie soll man das denn schaffen? Die Lava steigt ja ziemlich schnell. Okay. Okay. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, moin. Ein bisschen zu viel für mich hier, glaube ich. Ich merke das schon, ne? Ich muss bauen lernen. Ja, dann lern mal bauen. Kannst du mit meinen Tipps bauen lernen? Okay. Bisschen komisch. Ein bisschen komisch, Leute. Ah ja. Ah ja. Hä, wie habe ich das denn gerade gemacht? Hab eingesendet. Nice, Alex. Gute Sache. Lol. Lol, 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 lol. Ja, dann kommen wir nicht hoch genug. Hä? Wie macht er das denn? Grüner Tom, grüß dich! Das wird ein schöner Troll, toller. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Yeah. Hä? Ich muss anscheinend so an der oberen linken Ecke. Anscheinend hoch. Irgendwie. Fragt sich nur, wie das genau gehen soll.
Na Leute, was habt ihr bisher heute so gemacht? Ich bin morgen auf den Geburtstag eingeladen. Ich habe einfach nächste Woche, bis es jetzt Sonntag und in der Woche auch zwei Geburtstage in einer Woche, ey. Also ich jetzt nicht. Allgemein haben im Juli voll viele Geburtstage, ey. Yasin! Moin Pius! Ich habe gerade ganz schlechten Internetempfang, weil bei mir momentan ein heftiges Unwetter abspielt. Abspielt, ah ja. Und dann hast du schlechtes Internet, nur weil Gewitter ist? Also wenn man jetzt draußen ist und dann Gewitter ist und mobil. Alter, was ist das für ein Level, ey? Dann ja, aber zu Hause soll das doch eigentlich keine Auswirkungen haben, oder? Ich bin hier nicht so der 1-in-1-Profi. Was ist da? Wie soll ich da hochkommen? Hab noch eine Woche Schule. Was? Das ist eine Woche Schule, ey. Immer diese Leute in Bayern, ey. Okay, so geht das. Einfach straight nach oben. Einfach straight nach oben. Ja, und dann aber halt nicht da irgendwie so angurgeln, ne? Naja, Leute, für alle VIPs, ne? Ich habe hier eine krasse Idee. Kann ich schon mal ganz kurz hier so ein bisschen erzählen. Ich habe vor, so schöne Toad-Poster an die VIPs zu geben, aber müssen, glaube ich, irgendwie. Alle, die irgendwie so 6 Monate mit treu bleiben, die kriegen dann so ein Toad-Poster. Ja. Infos dazu aber demnächst, ne? Ist ja ganz klar, ne? Ihr kriegt hier schon mal die ersten Infos. Das Level macht mich dezent fertig. Deluxe Offs, grüß dich. Oh Gott, ey. Ja, was ist denn dit? Dit macht mich fertig hier. Ich weiß nicht, ob die Nachrichten bei dir angezeigt werden, weil es verdammt lange lädt. Die kommen hier rein, auf jeden Fall. Die kommen hier rein. Kann man nur kurz bleiben. Gamertoad, grüß dich erstmal. Moin. Fixinik, auch moin an dich. Dann habe ich auch endlich mal Ferien, alle meine Freunde seit 4 Wochen. Man kennt's. Geister Leon, moin. Moin. Boah, ich gebe dem Level noch zwei Versuche. Das ist nämlich nur der Beginn, ne? Das ist der Beginn, Leute. Das wird ja hier nix, ey. Das ist nur der Beginn, ey. Ach, das Scheiße, ey. Nee, das krieg ich nicht gebacken. Wenn das nur der Beginn ist, dann will ich ja gar nicht sehen, wie das Level weitergeht. Ach, du Scheiße. Darauf erstmal Apfelsaft, Leute. Prost. Prost. So, ah ja, Ripius, ja. Das war belastend. Wir haben wieder viele Einsenden, Leute. Also, einsenden könnt ihr mit diesem Link. So, jetzt geht's weiter mit Trace. Bist du da? Wenn ja, einmal kurz melden, aber ich nehme mal an, dass du noch da bist. Wir haben ja gerade erst vor 7 Minuten angefangen, Leute. So, Pixelnick, das sehe ich auch so. Pius, wie gut ist dein Skill auf einer Skala von 1 bis 10? Who's minus 2? Ich würde sagen 11. Also ich würde einfach mal ganz offen und ehrlich sagen 11. Man muss auch mal ganz offen und ehrlich sein und für mich ist es auf jeden Fall 11. Ja. Das könnte man so. Trace ist da. Wunderbar. So. Was hat denn der für ein Level eingesendet? Und zwar ein Mario Bros. Level in leicht. Ah ja. Das sollten wir ja hinkriegen. Also ein leichtes Level. Das schafft sogar ein Pius. Ja, Leute, und später spielen wir noch ein bisschen Splatoon. Feines Splatfest machen wir später. Erstmal ein bisschen entspannt, Maumaker. Never stop running. Und genießen. Ah ja. Wir genießen beim Rennen das Level. Alles klar. Jo. Du hast ein U vergessen. Das kann passieren. Das tut mir leid. So, okay. Ab geht's. Wir dürfen niemals stoppen. Okay, da habe ich mich jetzt gerade gefragt, was da passiert. Sagt er und stirbt. So schnell ist der Stream. Okay. Oder hast du es einfach gecallt? Ja, so welche Level sind ja ziemlich im Trend. Die sind zwar ganz geil, ja, aber ich finde sie fast ein bisschen zu so overhyped in meinen Augen. Alter. Ich bin durch die Röhre. Ich hab nach rechts gedrückt, ne? So, es geht ja auch mal wieder. Viel Spaß. Ja, tschüss viel Spaß in Wien, Gamertown, wünsche ich dir. In Wien. Hau rein. Habt ihr letzten Stream verpasst? Welches Team warst du? Ich bin Team Ordnung. So's rennen. Oh, jetzt geht der endlich durch diese scheiß Röhre, ne? Endlich. Oh Gott. Bam, Leute, ich bin einfach so gut.
Einfach so gut. Ehre, auf jeden Fall. Ich hab's geschafft, Leute. Erstens, ich höre kein Ingame-Zaun und zweitens, wann streamst du das Splatfest? Später, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Warum hörst du keinen Ingame-Sound? Ach, lol. Lol. Der war einfach aus und das sagt mir einfach keiner. Warum sagt er mir sowas nicht? Der war aus. Ehre an Elbato, Bruder, du bist Ehre. Keiner sagt mir, dass man keinen Sound hört, ey. Oh Gott. Der war einfach aus. Ja, super, ey. Gut, wir haben ja gerade das ange. Was? Trace hat eine Silbermedaille. Der ist famer als ich. Mit meiner. Wann bekomme ich endlich neue Medaille? Ich habe diese Bronzemedaille, seit ich, glaube ich, 2000 Punkte oder so habe. Wann bekomme ich endlich mal eine neue? Nintendo, ich bin damit nicht einverstanden. Ich möchte was Krasseres. So, warte mal ganz kurz hier. Wenn wir mal ganz kurz hier gucken, ne? Gucke, gucke, gucke. Was hat denn der für eine Medaille, Alter? Willst du mir sagen, der ist hier famer als ich? Lol. Der hat eine Medaille auf sehr schwierig. Was hat denn der gespielt, ey? Warte, was? Man bekommt eine Medaille auf sehr schwierig, wenn man 13 Level schafft. Oh, da sehe ich aber was, was ich mache. Was ich ma Da sehe ich aber, was ich vorhabe nach dem Stream. Lol. Oder später oder sonst irgendwann. So, Snape, ob grüß dich erstmal. Moin, jetzt höre ich es. Nice, dachte, das war gewollt. Nee, nee, nee. Gewollt, kein Ingame-Sound. Das ist bestimmt nicht gewollt. Weil jeder deine Stimme hören will. Oh, das finde ich nice. Pokéface. Gutes Kompliment. Bei sehr schwer ab 10 Level, da denke ich mal. Ja, moin. Oder Deathshot oder so. Hi, willkommen hier im Stream. Grüß dich. So, Leute, nächstes Level und zwar von Pokéface. Er ist jetzt dran mit seinem nächsten Level. Und danach ist ein VIP-Level dran. Also ein Kanal-Mitglied-Level, falls jemand eins einsenden tut. Könnt ihr einfach ganz einfach und ja. Leute, habt ihr schon den Stream geliked? Heute hat irgendein Hater wieder gedacht, er muss hier irgendwie den Stream disliken. Deswegen, Leute, wir müssen auf jeden Fall mehr, mindestens doppelt so viele Likes wie Dislikes schaffen. Das sollte möglich sein. Also liked den Stream, Leute. Einmal diese Leute, ey, die irgendwie so denken, ja, Mann. Diese 21 Dislikes, die braucht er auf jeden Fall. Ich kam vor allem auf einmal alle, kamen alle auf einen Schlag, ne? Das war ganz lustig, ey. Habe ich so gesehen. Innerhalb von einer Minute waren die alle da. Bevor der Stream überhaupt angefangen hat, ne? Das war eh Killer. Das war eh Killer. Das hat mir schon mal, aber das ist schon Ewigkeiten her. Aber das juckt mich nicht. 20 Dislikes-Skandal, ja, Mann. Okay. Bum Bum hat sich ein Schloss geliehen und Mario soll ihn besiegen. Alles klar. Das erste 3D-World-Level, yeah. Alter, du schaffst wahrscheinlich nicht mal ein Level in sehr schwierig. Oh, da macht er jetzt aber Ansagen. Trace, ne? Raus. Polizei Hamburg, ja, ich rufe die gleich an, ey. Mehr Dislikes als Like. Schock. Ja, das hat mich gerade sehr schockiert vorhin. Naja. Das hat mein Leben zerstört. Wir müssen 74 Münzen sammeln, okay. Oh, scheiße. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ja, das ist natürlich ein geiler Beginn. Wenn man irgendwo durch eine Glasröhre geht, nicht weiß, wo man rauskommt und dadurch stirbt. Joa. Kann ich jetzt nicht so viel machen gegen. Das ist jetzt nicht so geil. Ja, moin. Ja, Obi-Wan Kenobi grüßt dich. Ja, das mit der Lava finde ich ja jetzt schon ziemlich scheiße eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin. Das dauert eigentlich nur Zeit. Also es raubt eigentlich nur Zeit. Und ja, man muss halt jetzt jedes Mal 2 Stunden warten. Und kommt halt so relativ langsam vor. Als ob das immer ein. Oh, komm mal. Das ist doch irgendwie doof. Also da muss man. Das hätte man besser bauen können. Die Lava hätte sie weglassen können. iPad, moin, grüß dich. Mal, was soll ich jetzt machen? Jetzt muss ich jetzt 2 Stunden warten. Leute, wir warten jetzt 2 Stunden. Na Leute, wie ist euer Wetter so? Geht's euch gut? Geht's euch gut, Leute? So, können wir jetzt mal? Ne, wir müssen noch warten. So. Jetzt soll es aber fertig sein. Als ob grad so, ey. Als ob, ey.
So, und jetzt müssen wir wieder 2 Stunden warten. Jo. Wow, YouTube, was ist los? Was ist los mit YouTube? Bumbum kauft sich eine Wohnung. Was macht Marien natürlich einbrechen? Ja, Mann. Du warst auf die Deutsche Bahn. Ich habe heute auf den Bus gewartet. 3 Stunden später. Ja, also der Beginn gefällt mir jetzt schon mal nicht. So, hier auf jeden Boah, und hier musst du auf jeden Fall die Münze mitnehmen und nicht vor in die Warpbox, sonst hast du auch verkackt. Puh. Ich weiß nicht, wer hat das hier gebaut? Pokerface. Also warum? Warum? Die Lava ist nicht cool. Fandest du das geil? 2 Stunden zu warten? Nur 1 Stunde 59 Minuten. Ja, das ist irgendwie unnötig. Vor allem siehst du halt nicht mal, wenn die Lava weg ist. Ist sie jetzt weg? Alter, what the fuck? Gute Warten, Leute. Let's Storm, grüß dich. Willkommen hier im Stream. Moin. Ich habe jetzt die Meldung von YouTube bekommen, dass du streamst. Ja, das dauert immer ein bisschen. Viel Glück, Dankeschön. Das dauert immer ein bisschen. Manchmal gehen die Benachrichtigungen auch gar nicht raus. Kennt man alles. Okay. Ja, ich denke mal, jetzt kommen wir rein. Okay, gerade noch so. Gerade noch so und jetzt. Und jetzt. Ich blick bei diesem Level noch nicht so ganz, was hier meine Mission des Lebens ist. Auf jeden Fall oben, ist da oben eine 30er-Coin. Bei mir donnert es, okay. Bei mir ist alles still. Draußen. Also alles normal. Ganz normales Standardwetter ist bei mir in Hamburg. Mhm. So, 50er-Coin. Jetzt haben wir schon genug für die Challenge. Ich hoffe mal, wie hoch steigt die Lava? Wimando, grüß dich. Okay, ich glaube, wir können da rein. Hoffe ich zumindest. Was merkwürdig ist, ich habe eine Bronzemedaille bei Endlos Herausforderungen auf leicht bekommen. Jetzt habe ich 100 Level mehr geschafft und habe keine Medaille mehr. Ist es doch mit der Rang... Ist es doch mit der Weltrangliste? Ja, das ist mit der Weltrangliste, glaube ich. Nice Banana, grüß dich. Moin. Ich glaube, es ist schon die Weltrangliste. Ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden. Okay. Was war das? Alles klar. Ah ja. Oh Gott. Oh Gott. Gut, also wenn ich jetzt hier sterbe, dann ist alles wieder Belastung. Dann wäre auf jeden Fall alles blöd. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Hallo, Bum Bum. Ja, okay. Doof gelaufen. Ich dachte, ich kann ihn noch treffen. Also nochmal mal das nicht. Das dauert viel zu lange. Also die Lava hättest du weglassen können. Dann könnte man da einfach entspannt durch. Und dann wäre das, glaube ich, cooler gewesen. Die Lava war einfach unnötig. Die war unnötig. FD, moin und Roxam. Auch moin an dich hier. Medaillen funktionieren so. Man kriegt eine Bronzemedaille, wenn man in den Top 1000 ist. Eine Silbermedaille, wenn man in den Top 200 ist. Und eine Goldene, wenn man in den Top 100 ist. Ah ja. Ah ja. Wann gibt's das Splatfest? Mal gucken, weiß ich noch nicht. Mache ich so nach Lust und Laune. Warum wir switchen wollen. Hey Pius, moin. Machen wir nach Lust und Laune. Wie wir denn so switchen wollen. So, Shadow Kirito wäre jetzt dran und einem Mario Bros. U-Level. Bist du da? Wenn ja, melde dich einmal kurz im Chat. Mhm. Und Rage Squid, auch moin an dich. Nächster Stream kommt ein besseres Bum-Bum-Level. Alles klar. Du verstehst, glaube ich, meine Kritikpunkte, oder? Mit der Lava, das ist irgendwie doof. Dauert halt einfach irgendwie ewig, da zu warten. Ja. Ja. Leute, soll man die Level einfach in den Chat schicken? Einfach ins Formular schreiben, mein Lieber. Dort, jetzt im Stream, ist der Link. Dort einfach dein Level einschicken und dann kommt es dran, wenn wir bis dahin die Level durchgearbeitet haben. Alles nach der Reihenfolge, oder? Shadow Kirito ist da. Nice. So. Treffen sich 2 Parallelen. Alles klar. Nicht Pius, sondern Pius. Genau. Bin da. Moin. Und Würstchen immer noch dein Link, bitte dein Levelcode ins Formular schreiben. Link ist gerade im Chat. So, Leute, er ist da. Das erste Mario Bros. U-Level, Leute, heute hier. Mhm. So. 7CK. P. 8B. Spielt ihr auch alle fleißig Splatoon, oder ist das nicht so euer Ding?
würde mich mal interessieren, wer von euch hat schon das Splatfest dieses Wochenende gespielt? Schreibt es mal in den Chat mit Ja oder Nein. Würde mich mal interessieren, wie viele Leute schon das Splatfest von Splatoon, das letzte feine Splatfest gespielt haben. Würde mich mal interessieren. Das ist eine interessante Sache. Atri! Dankeschön für 1 Euro, du Ehrentoad. Dankeschön. Das kommt ja ziemlich random. Auf jeden Fall Dankeschön für deine 1 Euro. Ehre, Leute. Schreibt mal irgendwie Ehrentoad oder so im Chat. Dankeschön. Dankeschön. Einfach ganz random. Du hast, glaube ich, noch keine einzige Nachricht heute geschrieben. Ne? Auf jeden Fall Dankeschön für deinen 1 Euro. Der Toad freut sich und tanzt da so ein bisschen. Ja, Mann. Ja, Mann. Dankeschön auf jeden Fall. Ehre. Atri. Ja, Mann. So, aber jetzt mal ganz kurz zu euren, zu eurer Frage hier. Ich habe bitte eine Frage, Pius. Hau sie rein. Ich habe 500, 150.000 bei Beitrag. Ah ja. Ah ja. Nein. Nö. Ja. Für Ordnung. Nein. Hab keins mehr tun. Alles klar. Nee, nee. Ehre. Hab kein Online. Das ist natürlich belastend. Ehre. Ja, Ehrentod auf jeden Fall. Dankeschön, Leute. Okay, also die meisten sind jetzt nicht so die Splatoon-Fans. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Alles Mario Maker, ne? Mario Maker. Splatoon ist nicht mehr dann so beliebt. Ne? Ach du Scheiße, was ist denn hier los, ey? Hier sind auf jeden Fall einige Gegner los, wie ich hier merke. Kilian! Moin! Wow. Kilian, wie geht's? Spielst du das Splatfest, Kilian, oder auch nicht? Oh Gott. Oh, der schubst mich! Was ein Schubser. Geh da runter, Mario. Dankeschön. Kian, moin. So, und Atris Nachricht wird erstmal hier von YouTube ausgeblendet. Das müssen wir erstmal ändern. Bin zurück in Deutschland. Kann jetzt ordentlich spenden. Die 1 Euro hatte ich noch random als Guthaben. Ja, danke auf jeden Fall. Wo warst du denn, wenn du jetzt zurück in Deutschland bist? Wahrscheinlich irgendwo im Urlaub, ne? Hallo zusammen. Kann kurz vorbeischauen, weil ich auf der Arbeit bin. Bei uns in Hannover ist gerade mega Unwetter. Mega Unwetter. Ich guck mal eben nach draußen, weil Hannover und Hamburg ist ja jetzt nicht so. Als ob der Controller schon wieder leer ist. Ist ja jetzt nicht so entfernt, ne, Kilian, weißt ja. Ach, stimmt. Ein Blick aus dem Fenster hat gereicht. Für meine, um meine Wetterlage zu verbessern, abzudaten, ist es nicht mehr Standardwetter. Ja, nein. Es ziehen Wolken auf. Kannst du bitte aufhören? Es ziehen Wolken auf. Dunkler Himmel. Dunkler Himmel. Ja, auch wir in Hamburg werden heute noch Gewitter bekommen anscheinend. Boah. Kann passieren, ne? Nee, Pius, bin auf Arbeit. Jo, hab's gelesen. Jui, auch moin an dich. Hi, Pius. Hab gerade meinen Backenzahn verloren. War schmerzhaft. Uff. Wie ist denn das passiert? Und Kitty, moin auch an dich. Sogar eher Pocken als Zertun. Ah ja, okay. Ja, Pokémon Tekken habe ich nie gespielt. Auslandsjahr Brasilien. Oh, klingt spannend auf jeden Fall. Durch Schule oder gehst du nicht mehr in die Schule? Brasilien? Ja, kann man mal machen, ne? Bei mir ist es sonnig. Ja, dann freu dich doch. Obwohl, wenn es zu heiß ist, nicht so geil, ne? Dann ist es nicht so geil. Ist nicht so Soßensaß. Ja, ihr mit eurem Soßensaß. Ja. Ja, meiner Region ist Gewitter. Alles klar. Bei uns hat gerade 35 Grad. Wie sind denn in Hamburg? Wir gucken mal nach hier, Leute. Bei mir sind es gerade 28. 28. Okay, Soos. Weiter geht's immer. Das kommen wir gar nicht voran, Leute. Oh, das ist ein Redcoin. Brauchen wir für alle Redcoins? Wer hat das hier gebaut? Kirito, schreibt mal im Chat, brauche ich alle Redcoins? Wäre natürlich eine wichtige Sache. Ich habe jetzt nicht die Beschreibung gelesen, weil ich doof bin. Wenn ja, habe ich bestimmt schon welche verpasst, ne? Weil hier waren ja überall 150 Wege, ey. Wofür brauche ich einen P-Switch? Ich gucke mich noch mal ein bisschen um hier, Leute. Bin einfach einen Weg gegangen und dachte schon, das passt schon, aber anscheinend. Wolke mit Aussichten auf Toads, genau. Und auf Betrug. Betrug. Ich muss die Gumbas killen. Ach du Scheiße. Was soll ich die denn killen? Wo sind die eigentlich Gumbas? Ah, hier ist noch eine Redcoin. Brauche ich die? Pius! Hast die Gumbas vergessen und den roten Pfeil für die Redcoins? Okay, anscheinend brauche ich alles. Okay, ja. Habe ich am Anfang alles so ein bisschen vergessen. Oh Gott. Hier sind auf jeden Fall einige Iglo-Fische. Ein guter Backfisch, ja. Hast du Insta? Ja, habe ich. Könnt mir gerne auf Insta folgen. Link zum Instagram-Account ist jetzt im Chat. Gönnt euch. Naja, alles durch das Stream Deck von Elgato kann ich einfach auf eine Taste drücken und dann kommt automatisch der Link.
ist das nicht modern, Leute? Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah ja. Hier ist Red Coin, die vorletzte. Nice. Ist da vielleicht eine Feuerblume für uns? Muss man erstmal. Okay, ist eine Feuerblume. Nice. Jetzt fühle ich mich ein bisschen stärker. Das gefällt mir. Ich bin zumindest froh, dass ich etwas mehr Leistung aus dem PC holen konnte, damit ich deinen Stream mal in HD sehen kann, eher ein PC. Hast du so einen schlechten PC gehabt, dass du das nicht machen konntest? Okay. Und Krankfried, Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Toads. Grüß dich. Pius darf das Level nicht spielen. Ja, ihr lenkt mich zu sehr ab, Leute. Der Chat schreibt zu viel. Dies lenkt. Da kam er her, ne? Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, wo ich noch hingehen soll. Ich denke, hier ist noch irgendwas, oder? Ist da noch was? Da ist die letzte Red Coin. Aber wo sind jetzt die Goombas? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, wo die Goombas sind. Ach, da unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Sind da die Goombas? Nö. Da oben? Wo sind die Goombas? Ach, da waren wir auch schon, ne? VIP, ja, VIP-Level kommt danach, meinen die. Scheiße. Danach sind wir wieder ein VIP-Level, Leute. Mhm. Wo muss denn jetzt hin, ey? Bin überfordert. Hast du irgendwas geschrieben? Die waren am Anfang mit der Kutsche. Ach, lol. Also muss ich nochmal zurück jetzt? Ach, du Scheiße. Ja, ich finde immer diese Zielbedingungen ein bisschen unnötig. Weiß nicht. Ich mag die nicht so. Zumindest für mich. Die machen mich immer sehr fähig. Ich vergesse sie oft auch einfach. Ich übersehe die einfach. So, dann haben wir haben schon mal den Key, Leute. Überall Pfeile. Ja, Clickbait-Pfeile. Komme ich denn zurück? Nein, komme ich nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dass ich nicht zurückkomme. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach so ins Ziel. Kommt danach das Ziel? Na, wir gucken mal. Das mit dem Gummas ist natürlich wieder doof gelaufen, ne? So, ja man, Galaxy 0. Habe ich dich schon gegrüßt? Auf jeden Fall, hi. Doof gelaufen, Leute. So, wie geht denn das hier? Ja, moin. Ja, moin. Das war's mal wieder komplett hier. Wahrscheinlich sind hier die Goombas, ne? Ja, okay, aber nochmal, es ist nicht so dauert zu lang. Wir wollen ja möglichst viele Level zeigen und ich will auch möglichst viele Level bewerten. Und hier würde ich einfach mal eine Tür reinmachen, damit man wieder entspannt zurück kann. Also wenn man aus der Röhre wieder zurückgeht beim Bowser, würde ich eine Tür hinmachen, dass man wieder zurück zur Kutsche kann. Das würde ich zumindest machen. Hi und direkt wieder schön. Alles klar, Lukas Tendo. Alles klar. Mein PC ist doch am Arsch. Das ist mein Notfallrechner. Hab die Festplatte mit Windows einfach eingebaut. Okay. War nicht viel Arbeit, aber die Leistung lässt zu wünschen übrig. Okay. Das klingt natürlich nicht so gut. Warum hat Pius keine 100.000 Maker-Points? Er ist doch der beste Levelbauer. Er macht auch Tutorials. Genau. Leute, liked alle meine Level, Leute. Spielt zum Beispiel, jetzt kommen hier die besten Level, Leute. Und zwar das hier. Das kann ich sehr empfehlen. Spielt's gerne. ID seht ihr im Bild. Und lasst ein Like da. Geh bitte mal auf Insta. Hast du mir da irgendwas Krasses geschrieben? Extra für dich gehe ich auf Insta. Warte mal. Ah ja, zwei neue Follower auf Insta, Leute. Folgt mir gerne auf Insta. Ich heiße da der Pius. 1 Million. Ja gut, ich kann wieder nicht lesen, ne? Ich kann immer nicht lesen, ey. Mach da Punkte hin, dann kann ich das besser lesen mit Punkten. Saß, ja, Mann. Hab den Wettelkraut im Geisterlevel. Läuft. So, Leute, wir machen jetzt ein VIP-Level und zwar von Let's Dom. Let's Dom ist ja gerade da, deswegen kommt jetzt sein Level dran. Und zwar ein Mario Bros. U-Level. Ah ja. Ich glaube, ich muss gleich mal Licht anmachen. In meiner Bude ist es inzwischen ziemlich dunkel. Weil draußen Gewitter aufzieht, ist es hier ziemlich dunkel geworden. Ja. SNFPF. Okay, wir gucken rein, was uns dort erwarten wird. Ich glaube, das war letztes Mal mit dem Level, was mir nicht so gefallen hat, ne? Ich weiß nicht. Jetzt Storm High. Hallo, ne? War das gerade ein Schwanz? Wo?
Wo? Bitte gib eine Beschreibung ein. Ah ja. Parallelwelten in schlecht. Warum sagst du, es ist schlecht? Warum machst du dein Level selber runter? Ah, die ist da los. Bester Name tot, ja Mann. Warum sagst du, das Level ist schlecht? Warum bewertet man seine eigenen Level als schlecht? Dies verstehe ich nicht. Ralf, auch moin an dich hier. Ralf, moin. Oh Gott. Oh Gott. Lava, wie heißen die Feuerdinger, ne? Ja, irgendwie, weiß nicht, wie heißen die? Feuer... irgendwas. Ja, moin. Ja, moin. Hättest du mal Lust, irgendeine Art Gewinnspiel zu machen? Ja, aber mache ich meistens sogar eher auf Twitter. Auf Twitter mache ich ab und zu Gewinnspiele, also, was heißt ab und zu, ne? Das letzte war jetzt, glaube ich, im Dezember, aber folgt mir gerne auf Twitter, Leute. Link zum Twitter ist jetzt im Chat. Ich habe da 1800 Follower. Wie 2000. Sonst bin ich ganz traurig. So. Aufpassen. Jetzt können wir, glaube ich, runter. Okay. Parallelwelten, alles klar. Adihorn, moin. Pius, hab ein Tor-Level gebaut, aber nicht für dich. Okay. Na gut. Vielleicht auch besser so. Eier. Schweine. Verstehe. Gut, muss ich da jetzt hoch, oder was? Ist dein Ernst, oder? Ah, ne, doch nicht. Wow. Oh Gott. Konzentration. Als ob ich da jetzt... Oh Gott. Als ob ich da jetzt nicht hochgekommen, weitergekommen bin, ey. Hilfe. 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 Und Tobi, moin. Schweine eher 14. Ja. Irgendwie sowas, ne? So, warte mal, jetzt Profi-Tipp hier, ey. Einfach mal hier so rüber. So, wunderbar. Wunderbar. Wie du immer meinen Namen falsch aussprichst, ist aber egal. Du heißt doch Adi. Adithorn. Oder so. Irgendwie so. Was schon. Oh Gott. So. Das Furzen ist ja schön. Beruhigt mich sehr. Okay. Jetzt aber. Ist nicht ganz so leicht, aber man kann es schaffen. Konzentration, Ophel. Ja, man kennt's. Gut, ein komisch gestalteter On-Off-Schalter. Okay. Gut, da ist der Entwickler jetzt ein bisschen gefangen. Oh nein. Oh Gott. 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 Ach du Scheiße. Ja, gut. Da musst du aufpassen. Ich gehe natürlich nicht in die. Achso. Ja, gut, da hätte man hingehen können, aber ich gehe lieber weiter. Kein Bock hier runter zu fallen. Da habe ich keine Lust drauf. Okay, bin weiter. Wow. Brauche ich die Bomben? Ich muss doch da rein, oder? Ja, okay, das ist sehr gefährlich. Ohne Checkpoint. Oh, muss ich... Will er das wirklich? Will er das... Will er das... Soll ich da ernsthaft mit den Kiefern hoch? What? Okay, einen Try machen wir da. Soll ich da ernsthaft? Aber was? Irgendwie hat das Level nicht so viel mit Parallelwelten zu tun. Aber eigentlich ist es doch meistens so, dass die Parallelwelten, der eine Raum... Ja gut, ja okay. Der Raum ist schon gleich irgendwie, ja. Aber man arbeitet mit den anderen Räumen relativ wenig zusammen, finde ich irgendwie. Ja, passt schon. Du hast zu viel Skill, ja. Aber muss ich da erstmal mit den Käfern hoch? Das ist nicht so leicht. Immer diese Schweine, ey. So, jetzt müssen wir hier unseren Dreiersprung machen. Bam. Skillig. Komm an sein Level an deinen Einsenden, kannst du dein Level im Chat oder in der Stream-Beschreibung. Dort ist der Link. Gut, jetzt haben wir unseren Entwickler hier wieder. Ob ich das nochmal so gut schaffe? Mal gucken. Obwohl, das ist ja eigentlich nicht schwer. Wo ist denn diese Passage jetzt hier gerade, weil da hast du wenig Platz.
Aber sonst geht das schon klar eigentlich. Ich gehe nicht zu den Items, die sind mir zu belastet. Wir gehen lieber weiter. Bäm! Oh Gott. So. Hier müssen wir jetzt aufpassen auf die Bomben. Oh Gott. Sehr gefährlich. Dankeschön. Könntest du noch den. Was könntest du nach dem Level bei deinem Mauer 3D-33 Ghost House vorbeischauen? Hab einen Kommentar gemacht. Gerade eben, oder was? So, ich will noch mal eine Sache kurz abchecken. Ich kann da nicht spinnen, oder? Nee, kein Bock mehr. Kann ich das? Das hast du auch nicht geschrieben, ne? Oder hast du mir das geschrieben? Ich dachte, ich kann da. Keine Ahnung, ey. Aber was hast du bitte für ein Profilbild? Was ist das denn? Wie ist das denn? Oh, grüner Toad! Dankeschön für 1 Euro, du Ehrentoad! Ja, Mann! Aber kann man mit 1 Euro keine Nachricht schreiben? Ich glaube nicht, ne? Kann man mit 1 Euro keine Nachricht schreiben? Oder warum schreibt ihr alle keine Nachrichten? Dankeschön, grüner Toad! Gönnung! Wenn du noch 1 Euro hast, kannst du VIP werden. Für 1,99 Leute könnt ihr jetzt Kanalmitglied werden. Habt ihr krasse Toad-Emojis. Und ein Pilz-Logo. Ja. Der Teufel, ja, man. Ach, ich wollte ja hier mal, ne? Nein, kann man nicht. Oh, das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Warum auch immer das nicht geht. Als ob man für 1 Euro nicht wert genug ist, eine Nachricht zu schreiben. Das geht überall eigentlich, aber bei YouTube anscheinend nicht. Dann halt nicht. Klasse. Yeah. Man kann das hier leider nicht liken oder so. Ich kann weder antworten noch irgendwas anderes machen. Ich kann sie mir einfach nur angucken. Mache ich auch immer. Ja, und melden. Aber man kann nicht kommentieren. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich ein wenig schade. So. Als nächstes wäre das Level von Dennis X2 dran. Bist du da? Wenn ja, melde dich einmal kurz im Chat, Dennis. Dann ist dein Level dran. So, und ich mache hier erstmal mal die Jalousien hoch, damit ich wenigstens ein bisschen Licht hier habe in der Bude. Sehr viel Licht ist heute nicht am Start hier. Dazu kann man nur. Gleich kommt Gewitter, dazu sage ich nur das hier. Ja, das ist meine Meinung zum Gewitter. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Level von Dennis. Ein Super Mario World Level. Mittlere Schwierigkeit. Ich bin gespannt, ob wir das Level mal abschließen. Ich bin ja der Profi, Leute. Ich bin Mario Maker Profi. Guten Tag. Abonniert mich alle, falls ihr neu seid. Ich bin der Mario Maker Profi. Hier kommen Videos und Streams zu Mario Maker. So. DDK. G. Alles klar. So. Okay. 20 Sekunden Speedrun. Das kriegen wir doch hin. Oh, der hat einen Pilz. Ich mag Gewitter. Ja, aber für Stream nicht unbedingt. Da mag ich es nicht so. Er hat einfach einen Pilz, Leute. Ich will auch einen Pilz. Dafür muss man 1000 Level abschließen. Ich will auch einen Pilz. Ziemlich belastend, ja. Ist das eigentlich lang? Heute geht's noch. Klar, da sind wieder einige Level drin. Aber war schon mal länger, sagen wir mal so. Ja, moin. Guter Beginn. Guter Beginn auf jeden Fall. Ja, moin. Okay, ja, die Koopas haben mich gerade so ein bisschen überrascht. Mit denen habe ich nicht gerechnet. Abschließen oder spielen? Abschließen, soweit ich weiß. Ich glaube, abschließen. Zu 100% weiß ich es nicht, aber macht am meisten Sinn. Wir haben 14 Sekunden nur Zeit. Ja, moin. Oh Gott. Danke für nichts. Man muss da direkt raufkommen, ey. Direkt. Ich mag Gewitter im Kopf, ja. Die machen ganz lustige Videos. Kenne ich jetzt durch Reddy erst. Reddy, guter Kollege von mir. Als ob mich diese Kanone getroffen hat. Laber nicht. Kannst du mir nicht erzählen. Die hat mich nicht getroffen. Gut, der Rest ist hier Kindergarten. Oh Gott, ich finde die Zähne mit der Kanone echt nicht so leicht. Du musst 2 Kanonen benutzen. Ja, das
In der Theorie ja, in der Praxis nicht so schnell machbar in meinen Augen. Daumen hoch, Leute. Daumen hoch. Ja, Mann. Na, der neue Benzer, Arme aus dem Fenster. Yeah. Oh nein, nein, es braucht alles Zeit, es braucht alles Zeit, es braucht alles Zeit. E22J1. Moin, willkommen hier im Stream. Grüß dich, willkommen bei den Toads. Hashtag Team Toad, Leute. Okay. Gut, wir schaffen das. Nagel, neue Bänder, Arme aus dem Fenster. Ernsthaft? Die Kanonen können mich schon nerven, ey. Und Chaos Musik oder so? Hi, moin. Nur der SSV, moin. Der Level ist Betrug. Ja, Betrug würde ich es jetzt nicht nennen. Auf jeden Fall nicht ganz so leicht. Ich finde die Kanonenzähne nicht so leicht. Der Rest geht eigentlich völlig klar. Oh Gott. Ich muss eine hintere Kanone nehmen, das ist schon klar. Ich spiele nicht Toad. Das sehe ich ja jetzt erst. Lol. Was ist denn da passiert? Warum spiele ich denn nicht Toad? Okay, das müssen wir mal sofort gleich ändern, Leute. Also heute ist aber alles irgendwie ziemlich lustig. Ja, das ist aber nicht lustig. Erst vergesse ich die ersten paar Minuten, dass ich kein Ingame-Sound streame. Und dann sehe ich, ich spiele mit Toad. Mit Mario, nicht mit Toad. Ja, moin. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich könnte wieder heulen, ne? Ernsthaft, du merkst es erst jetzt? Ja! Das ist mir nicht aufgefallen. Dann merkt ihr mal, wie high ich streame, ne? Ich streame immer dann, wenn ich schon komplett benebelt bin. Wenn nichts mehr anderes geht, dann fange ich an zu streamen. Ja, moin. Und durchrennen ist nicht so eine gute Option. Musst du dir mal vorstellen, ich merke einfach nicht, dass ich Mario spiele. Bei mir läuft. Bei mir läuft richtig. Oh, bam. Bam. Bam, bam, bam. Nix, bam. Also stimmst du nicht nüchtern, doch. Bist ja hier jugendfrei bleiben. Alles ist super, Leute. Everything is awesome. Wer kennt's? Nix ist hier awesome, Alter. Ich kotz gleich. Oh, muss los. Muss los. Lief gut. Oh, Halleluja, ey. Halleluja. Darauf erstmal ein bisschen Apfelsaft, Leute. Ich bin der Erste, yeah. Erster. Mhm. So, jetzt ändern wir erstmal kurz unseren Toady. Dies geht auch gar nicht. So, Toad. Yeah. Oh Leute, das Gewitter geht los. Wir beten jetzt alle. Das Gewitter geht los. Fun Fact, du kannst das während des Spiels ändern, dann wird beim nächsten Load der Charakter geändert. Okay, ja, passt auch so. Oh, jetzt geht's los hier, ey. Wie das jetzt aussieht, von einer halben Stunde war noch alles toll, ne? Also, wo ich den Stream angefangen habe, war noch fast Sonnenschein. Alles geil, ne? Und jetzt richtig düsteres Wetter. Bei mir läuft auf jeden Fall jetzt. So, Leute. Erstmal den Stuhlerpreis, man kennt's. So, wir machen weiter mit dem Level von Greymando. Er hat ein Super Mario 3D World Level im Angebot. Mittlere Schwierigkeit, Leute. Das werden wir schaffen. 637.
4, 7, 1. C, R, F. Ab geht's. Bin sehr gespannt. Oder auch nicht. 6, 3, 7, 4, 7, 1, C, R, F. Dein Levelcode ist falsch, Grimando. Ja. Hast du einen neuen für mich? Sonst müssen wir dein Level erstmal skippen. Bei mir ist es Sonic. Ah ja, 1 Euro. Was meinst du genau damit? Muss auf. Tschüss, Geister Leon, hau rein. Wir bekommen nächste Woche entspannte 36 Grad. Nice. Läuft bei dir. Warte, ich guck nochmal. Jo, hau mal deinen neuen Code rein. Boah, wie das jetzt draußen abgeht, ey. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das sieht ja hier echt. Also draußen blitzt ein bisschen, donnert ein bisschen. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Hey, Hugo. Gönn dir. Dankeschön, Hugo. 2 Euro. Dankeschön, du Ehrentaut, Leute. Haut rein hier, Ehrentaut. Dankeschön, Hugo. 2 Euro. Alles los. Dankeschön. Mit 2 Taut-Emojis, das ist immer sehr schön. Die werden dir auch angezeigt? Nö, im Stream nicht. Aber halt hier im Chat, ne? 2 Taut-Emojis, ja, Mann. Ja, Mann. Dankeschön, Hugo. Dankeschön. So, was ist denn jetzt los, Grimando? Achso, ich hab wegen dem Fix das Level gelöscht. Warte, ich guck, ob ich den anders... Ja, dann machen wir erstmal ein anderes Level. Die dauert mir zu lang hier. Dann machen wir erstmal ein anderes. Kannst du dann wieder einsenden. So, Snuffy, bist du da? Wenn ja, hau mal kurz rein. Snuffy, ob du da bist, wenn, dann wäre jetzt dein Level dran. Ein Super Mario World Level wäre das. Ja. Oder Shadow Krito, wenn du da bist, einmal kurz melden, dann wäre jetzt dein Level dran. Ja. Ja. Wie sich der Toad freut, ja. Toadie ist immer am eskalieren. Okay, draußen ist auf jeden Fall schönes Wetter, ja, Leute. Wir machen gleich einen Stream draußen, Leute. Dann kann man ein bisschen duschen. Ja, sehr angenehm. Ja, Mann, wie schnell das Wetter ändern kann, ist immer sehr spektakulär, ja. Hm. So, hallo Erik, grüß dich. Kennt ihr die Werbung ab in den Urlaub? Ja, ab in den Urlaub, ab in den Sonnenschein. Kennt man. So, anscheinend sind die beiden nicht da, denn wäre jetzt das Level von Alex Freund dran. Bist du da? Wenn ja, einmal kurz melden. Pius, bester Mann. Bester Toad. So, ist irgendjemand von den Leuten da? Alex Freund zum Beispiel. Oder Erik Schlager, irgendeiner. Ja, meldet euch. 119er Internet draußen erkunden, 200. Genau, im Regen, man kennt's, ne? Im Regen ist es schön. Im Regen ist es schön. Ich, nice Fernand ist da. Ich habe ich aber noch nicht aufgerufen. Bin da und die Münzen sind Pilze im Level. Okay. So, du bist da, du bist der Alex-Freund, alles klar, so, dann führen wir jetzt dein Level. Guck mal, Leute, wenn einige nicht da sind, kommen wir auch ganz schnell zur aktuellen Einsendung. Dann geht das ganz schnell, Leute. Mhm. Ein schweres Super Mario World Level, okay. Bin gespannt, ob wir das hinkriegen oder nicht. Das ist hier die Frage aller Fragen. So, 6, Q, F, wunderbar. Draußen ist echt Bombenwetter heute. Als ob das jetzt auch falsch ist. Wollt ihr mich alle verarschen hier, ey? T285. Ah, ne. Das ist diesmal meine Schuld. Ich kann wieder kein C und G unterscheiden. So, jetzt aber. Wunderbar. Passt. Ab in den Urlaub. Bist du bei den Level von letztens? Ich bin von heute. Die Level von heute spielen wir. Moin, erstmal David M. Moin. Bin in 11 Tagen oder 12 Tagen in einem Monat Mitglied. Nice. Da hast du auch bald neue Icons, Hugo. Verschiedene Icons gibt es ja. Ich glaube ab drei, wenn man im dritten Monat ist, gibt es, glaube ich, einen blauen Pilz. Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das weißt du sogar selber besser. Ich will mal probieren, da hochzugehen. Ah, da oben ist eine 50er Münze. Yeah. Skillig. Bin Profi. Hab dein Level geschickt. Nice. Das liegt es an deinem Stream, damit wir alle drin bleiben und deinen Stream gucken. Deshalb gewittert ist. Lol. Ja, das Gewitter ist geil. Okay, die armen Sterne, die haben einen harten Tag, Leute. Die armen Sterne sind alle eingequetscht.
Jetzt haben wir anscheinend drei Türen. Ich nehme mal, ich gehe mal erstmal in die linke oben. Oder ist da oben auch noch? Okay, es gibt vier Türen. Alles klar. Ich gehe einfach mal in die linke. Das ist nicht mein Level. What? Lol. Dann ging das Level jetzt von Shadow anscheinend doch. Lol. Gut, dann ist dein Level danach dran, Alex. Hä? Wie ist denn das jetzt passiert? Lol. Ja, was ist da, was soll das hier werden? Hä? Was ist das hier? Was ist denn hier passiert? Hä? Ich habe doch seinen Code eingegeben. Was ist denn das hier für ein Level-Code? Hä? Ich bin doch zu seiner Leiste gegangen. Was habe ich denn hier eingegeben, Alter? Was ist denn hier los? Gut, dann gucken wir gleich nochmal. Dann gucken wir gleich nochmal. Alex, dein Level kommt auf jeden Fall dran heute. Kein Problem. Sorry, Pius, ich hab von mir keinen Code mehr auf dem Handy. Ich bekomme allerdings heute meine Switch wieder. Ich schreibe mir dann den Code. Ah, ist okay. Der mysteriöse Level-Code, ja, Mann. Lol. Ja, komm mal, ist auch geil, ne? Ich meine, ich habe seinen Code eingegeben, jetzt kommen wir gerade an das Level. Gut, anscheinend können wir links noch nicht rein. Das ist ein bisschen doof. Oh Gott, bum bum. Müssen wir, der hat da einen Schlüssel für uns? Hä? Der hat einfach gar nichts. Okay. Das Level ergibt für mich bisher noch nicht so viel Sinn. Ja, schön, Batterie fast leer. Interessiert mich nicht. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Hm. Da bleibt jetzt noch der Weg oben, ne? Die Münzen sind in diesem Level noch nicht Pilze. Ach, das Level ist von dir? Hä? Das Level ist von dir oder was? iPad? Oder. Jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr, ey. Ich spiele das Level jetzt und dann gucken wir mal weiter. Wo muss ich denn jetzt mit dem hin? Ich blicke hier herzlich wenig. Wow. Sind wir jetzt in einem anderen Raum? Ja. Ordnung ist er. Ja, muss ist Ordnung. Kommando muss los. Tschüss. Ich checke dieses Level nicht. Was geht denn hier? Daumen hoch. Und damit herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Guckst du das auch? Ich guck das immer. Ja, ich mache gleich eine Versuchs... hier, wer ist denn das hier? Eine Suchanzeige. Ich habe meinen Pilz verloren. Ich blick hier gar nichts. Du musst am Boden den Code ansehen und dann den richtigen Weg gehen. Richtigen Weg gehen? Was für ein Code? What? Da. Bin am Ende. Absolut am Ende, ey. Absolut lost. Kann er jetzt mal da durchgehen? Geh doch da. Warum machst du so Eck? Junge, was ist denn das? Oh Gott. Ja, toll. Warum macht man so welche Ecken da rein? Ja, was ist das? Ich heule gleich. Ich geh einfach gleich weinen, ne? Wisst ihr Bescheid? Das Level, das dauert, glaube ich, 3 Stunden, ne? Kann das sein? Das ist für den Streamer nicht so gut geeignet, wenn das so lange dauert. Alter Schwede. Kann ich abkürzen? Warte mal, ich will mal was austesten. Ich will mal was austesten. Ich will mal was austesten. Da ist. Ich habe nie was von Münzen und Pilzen gesagt. Was?
Ich verstehe nichts. Wer hat dieses Level jetzt gebaut, ey? So, hallo, komm mal ran. Ich lebe noch. Ernsthaft? Der Betrug, den riech ich bis hier. Dann Wein, das muss in jedes Best. Ich. Warum geht der Pilz in die andere Richtung? Ziemlich komplett. Das Level macht mich absolut fertig. So, jetzt. Ist der Lakito auch noch weg? Krass aus. Ich drehe am Rad, ey. Jetzt geht er wieder nach da. So, einmal mit dem Lakito. So, ich will erstmal das testen. Wir fliegen einfach mal. Lol. Lol. Cheetah HD, Leute. Cheetah 4K, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Scheiße, die One-Ups. Die One-Ups. Die One-Ups. Die One-Ups. Die One-Ups. Wo sind die One-Ups? Das sind Yoshi. Not bad. Scheiße, das wusste ich nicht. Ja, und moin, Alter. Ja, ultra moin. Ja, das ist jetzt mal wieder Ende hier. Was ist das denn hier? Gut, das reicht mir. Ich dachte, ich kann das Level abkürzen. Schade. Aber das ist für ein Stream ein bisschen zu confused für mich. Zu viel von allen. Ein Puzzle-Game. Das dauert mir zu lang für ein Stream. Tut mir leid. Aber das Level ist, glaube ich, ganz cool. Obwohl ich es noch nicht so wirklich gecheckt habe. Das ist zu hoch für meine IQ. Aber ich habe die Abkürzung HD benutzt. Abkürzung HD. Hätte es jetzt keine One-Ups gegeben, hätte ich es geschafft. Schade, ne? Hätte es keine One-Ups gegeben, hätte ich es geschafft. Hier ist das Beste, ja, Mann. Und Chill Schiller, moin, willkommen hier im Stream. So, jetzt nochmal bitte das Level von Alex Freund, ja. Was ist denn da jetzt passiert? So, 7H3 3HD, nicht 4K. 3 3 3 G. So, jetzt bitte aber, ne? Geht doch. Was habe ich denn da eben eingegeben? Oh Mann, ey. Aber mir läuft heute wieder, Leute. Bei mir läuft heute. Find all red coins and kill the bosses. Ah ja. Über den Münzen sind unsichtbare Blöcke mit Pilzen, also wie in Mario 64. Okay. Ich gehe kurz auf Klo weinen, dass ich das letzte Chef nicht spielen kann. Warum kannst du es nicht spielen? Jetzt ist der Alex Freund dran. Mario 64. Ich habe eine 30er-Coin gefunden. Ah ja. Eine 10er-Coin gefunden. Da ist die 30er. Ehre. Man erkennt auf jeden Fall, dass das Mario 64 Schloss sein soll. Das erkennt man schon. Schön nachgebaut. Moin, da bin ich wieder. Moin, nur der SSV. Grüß dich. Und hier kommen wir noch nicht weiter. Doch, da ist eine Tür. Gehen wir mal in die Tür, Leute. Und Bombe. Bombe. Ah ja, ach, das ist jetzt... hier, wie heißt denn das? Bombs. Ja, ich weiß schon, die erste Map hier, ne? Bombs, Bomben, irgendwas. Ich hab Demenz heute. Da haben wir jetzt einen Stern. Wo muss ich hin? Ich geh mal nach oben. Gut, den Stern haben wir jetzt nicht ganz so geil benutzt. Ey, Shadow, dankeschön. Weil du aus Versehen zwei von mir gespielt hast, gönn dir. Ach, du hast, hä? Zwei von dir? Okay. Dankeschön. Weil du aus Versehen zwei von mir gespielt hast, gönn dir. Ehrentaut, Leute, in den Chat oder Herzen oder sonst irgendwas. Dankeschön auf jeden Fall für 2 €. Heute läuft auf jeden Fall wieder hier. Ich mach das schon. Yeah. So, wir haben jetzt... Hä? Hä? Ich hatte doch eine 30er-Coin, oder nicht? Sag mal, bin ich heute irgendwie komplett... doof oder? Ah, jetzt sind wir bei den Bomben hier angekommen. Ja, Mann.
Hä? Ich hatte doch eine 30er-Coin, oder was war das da oben auf dem Dach? Also irgendwie bin ich heute durch, kann das sein? Hä? Das war doch eine 30er-Coin. Was war denn das hier? Sitzt hier oben. 50er? Okay. Das waren zwei 10er-Coins. Ja, okay. Ja, okay. So, das ist woanders jetzt hier, ne? Ja. Wir kommen nicht weiter, ne? Ne. Ah ja, ja, die Anfangspassage verstehe. Okay. Meine Nachrichten beenden. 2 Euro wurden nicht vorgelesen. Meine Nachrichten. Was? 2 Euro wurden nicht vorgelesen? Doch, eigentlich wird das immer vorgelesen, oder nicht? Hm. Bomb on Battlefield, genau. Ja gut, wir haben noch diese Röhre hier, sehe ich gerade. Da waren wir noch gar nicht drin. Da beantwortet man seine Frage, ist mir ihm egal. Doch, ich hab's ja gelesen. Ich hab's ja gelesen. Geht nicht alles so schnell. Oh, es blitzt draußen. Schön, Leute. Blitze sind sehr, sehr schön. Skillick. Ah ja. Wir müssen noch eine rote Röhre, Leute. Ich verstehe. Wow. Eine rote Röhre führt uns zur 10er Coin und zu einer Schlüsselmünze. Wovon es auch 2 gibt, okay. Alles klar. Hauptsache nicht sterben, aber da es hier so viele Pilze überall gibt. Sollte das nicht vorkommen. Ah, jetzt sind wir bei... Scheiße. Jetzt sind wir bei dem Boss. Tschüss. Hau rein. Wahrscheinlich kommen wir jetzt durch die Tür, ne? Ja, genau. Okay. Okay. Macht Sinn. Ich verstehe. Nur eins verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Und zwar, wo jetzt gerade die Schlüsseltür war. Ah ja, hier. Okay. Passt. Daumen hoch. Oh nein. Nicht sterben. Wenn ich jetzt hier sterbe, das ist sehr bitter. Ich brauche dringend einen Pilz. Obwohl, ich glaube, der Bowser kann hier nicht so viel. Ich glaube, der ist hier nicht so gut. Der kann nix. Da oben kommt ein P-Switch. Habe ich schon gesehen. Der sollte bald bei uns sein. So. Ich meine, bei den 2 Euro von mir wurde die Nachricht nicht vorgelesen. Von dem Google-Stimme da, oder was? Doch, Hugo. Doch, Gönni hat er doch geschrieben. Ich meine, das hat er vorgelesen. Ich meine schon. Ich meine schon. So, das dauert ein bisschen. Aber der Boss ist jetzt nothing special, ne? Da passiert da irgendwie gar nichts. Okay, jetzt muss ich den nur noch aktivieren. Leute, bitte einmal Applaus. Bei mir läuft. Bei mir läuft. Richtig hart. Ich mache jetzt einen Speedrun-Versuch, Leute. Das Level jetzt ganz schnell abschließen im Speedrun. Oh, war schon echt belastend, ne? Ich dachte, ich kann den... Ja, ich kann den eigentlich nicht greifen, aber aus irgendeinem Grund dachte ich, kann den greifen. Oh, Mann. Oh, Mann, Alter. Okay, lassen wir das dabei. Aber es ist ein cooles Level, Alex. Aber auch hier könnt ihr mal wieder dieselbe Sache wie immer anwenden. Dann könnt ihr wieder dasselbe anwenden wie überall, Alex. Lasst die 30er Münzen weg und macht vor dem Bowser-Kampf einen Checkpoint für ganz Dumme wie mich. Das würde ich besser finden. Ich finde diese 10er Münzen immer unnötig. Oder 30er Münzen, sonstige Münzen.
Die würde ich einfach weglassen und dann lieber dafür einfach einen Checkpoint setzen. Ja, das wäre, glaube ich, angenehmer. Das wäre, glaube ich, ein bisschen angenehmer. So. Wir machen jetzt weiter mit dem Level von Erik Schlager. Bist du da? Wenn ja, melde dich einmal kurz im Chat. Dann ist jetzt dein Level dran, Erik. Und Schillschiller, dein Level in der Beschreibung einsenden. Dort ist ein Link ganz oben. Dort kommt deine Level-ID hin. Nicht im Chat. So, bin da. Nice. So. Du hast mir, glaube ich, zwei Level eingesendet. Wir spielen natürlich erstmal nur eins. Du hast zweimal dasselbe eingesendet. Ja, gut. Zweimal dasselbe. Okay. Alles klar. Kann man mal machen. Ja. Kann man sich mal gönnen, ne? Zweimal hält besser als einmal. So. Mario Bros. 3 auf schwer. Alles klar. Da gucken wir mal rein. Ja, rein, habe ich gesagt. Rein, bitte. Dankeschön. Rein, rein, rein. Hallo, ich bin wieder da vom Klo. Moin zurück. Grüß dich. Wie lange ist die Liste denn aktuell? Oh, einige Plätze sind auf jeden Fall. Sieht man mal, dass ein Level drankommt. Nee, siehst du nicht. Oh Gott. Andere Schwerkraft. Eieiei. Ah, ist schon schön. Mario Galaxy Musik ist immer ganz schön. Müssen wir in die Röhre? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Entspannt. Ja, Batterie, ich weiß. Ich weiß. Nach oben, ne? Ich bin Profi, Leute. Ibis Profi. Kennst du Minecraft? Na klar, wer kennt's nicht? Also, wer das nicht kennt, der lebt ja wirklich hinterm Mond, oder? Dies kennt ja wirklich jeder. Oh, hallo, Bum Bum. Moin, Bum Bum. Grüß dich. Scheiße. Einmal diese andere Schwerkraft sehr anstrengend. Oh Gott. Oh, die Eiszapfen da oben sind auf jeden Fall gute Hindernisse für mich. Ah, sie können ihn also auch verletzen. Alles klar. Nice, besiegt. Bam. Magst du Minecraft? Ist okay, hab schon lange nicht mehr gespielt, noch nicht. Ja, damals eher als heute, ne? Ja, anscheinend gibt es hier ein Checkpoint-System. Nice Sache, das ist sehr angenehm. Starkes Level auf jeden Fall, auch visuell. Ja, musiktechnisch auf jeden Fall. So, anscheinend haben wir jetzt vier Wege. Oh Gott. Oh Gott. Ein neuer Bowser Junior. Den treffe von oben am besten. Ja, wunderbar. Okay, das war jetzt nicht so gut. Am besten springe ich kurz raus. Aber nicht, wenn er so weit oben ist. Das gefällt mir nicht. Junge, 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 Junge. Als ob. Als ob. Als ob. Ja, moin, Leute. Das war ja voll knapp. Oh Gott. Als ob. Wie alt bist du? Ich bin 18, Glenn. Gerade geworden am 7.7. Also noch ganz jung. Am 7.7. Ist noch nicht so lange her. Morgen 2 Wochen. Als ob, ey. Boah, der kann aufregen, der Typ. Boah, der ist echt nicht so leicht. Bist du neu, Glenn? Liefert. Ich kenne dich vom Namen jetzt noch nicht so auf jeden Fall. Moin, bei den Tones. Grüß dich. Vom Namen her kenne ich dich jetzt nicht, aber das heißt ja nicht so viel. Jeden kenne ich jetzt nicht beim Namen. Okay, aufpassen.
Vielleicht schieße ich ihn einfach mal mit Feuer ab, aber ich glaube, da brauche ich einige Treffer, ne? Kann das? Ich glaube, ja. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja echt ganz schön schwierig, alles. Alles gut nachträglich, dankeschön. Sind doch beide gleich, aber ich meine, keine 3DS. Was ist alles gleich? Ich nehme einfach mal eine Röhre. Hab keinen Bock mehr auf den Bosskampf. Gehen wir mal was anderes machen. Und zwar zum Beispiel diesen Bowser killen. Oder ihn ausweichen oder sonst was. Oh Gott. Mein Gott. Hier kommt der ganz schön nah ran. Naja, sind die Flammen nicht gekennzeichnet. Ich hoffe, da sind nicht so oft welche. Okay. Alles gut. Alles nicht gut, aber hier ist ein Pilz, hoffentlich. Gib mir schnell einen Pilz. Okay, wunderbar. Tschüss, Bowser, hau ab. Geh weg, Bowser, dich braucht keiner. Okay. Alles wird gut. Oder auch nicht. Boah. Das ist aber echt nicht leicht, hier der ganze Kram. Guck mal auch mal in diesen Raum rein, Leute. Was geht ab? Ja, du, ihr seid ganz cool, besonders du. Dankeschön, ja moin beim Kanal. Scheiße. Skill-technisch erwartet man hier sehr gute Kost. Bam. Okay, fang an. Wer benutzt noch 3DS, wenn er Switch hat? Genau, ich nicht. Ich habe mein 3DS Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Mehr Likes als Dislikes, das ist aber Minimum hier. Da gab's, oh Gott, da gab's vorhin einen Hater. Egada. Dein Name ist nicht ganz so leicht. Moin auf jeden Fall, grüß dich. Hallo, bin mal wieder dabei. Moin Lord Tobi, willkommen. Grüß dich. So. Okay. Oh Gott. So, wir müssen aufpassen. Wenn er runterkommt, dann greifen wir an. Genau so. Genau. Und dann so. Bam. Skilltechnisch richtig gut. Okay. Wir haben jetzt die zweite. Halbzeit. Samurai Toad, moin. Willkommen. Grüß dich. So, okay. Halbzeit. So, jetzt haben wir noch mal hier ein bisschen Spaß. Immerhin gibt es ein Checkpoint-System. Boah, der hackt aber auch auf, ne? Boah, der ist aber echt nicht leicht. Der ist aber echt nicht leicht. Eieieiei. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Versuche. Wir kommen hier nämlich nicht so gut weiter. Irgendwie läuft das hier nicht so gut. Oh Gott! Ja, super! Ja, super! Ich überlebe über die Panzer. Pass auf, Leute. Schade. Das wär's jetzt noch, ey. Ist meine Wünsche für Spiele für Switch einmal New Super Mario Bros. 3 und das ist schwer, nicht immer gegen Bowser wie in New Super Mario Bros. 1, ja. Ist morgen auch noch Splatfest? Ja, aber nur bis 14 Uhr und deswegen werden wir auch gleich mal das Splatfest spielen, Leute. Ist ja heute auch noch im Stream-Programm. Da könnt ihr auch noch mitspielen, vorausgesetzt ihr habt Splatoon 2 und die Online-Mitgliedschaft, dann könnt ihr mitspielen und denke, dies kriege ich hier nicht gebacken heute. Das wird nix. Vom guten Österreicher. Ja, Mann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Splatoon, würde ich sagen. Dort könnt ihr dann mitspielen. Wenn ihr Splatoon habt, können wir mal ein bisschen Splatoon spielen, würde ich sagen. Ja. Schließlich geht das Splatfest ja nicht mehr so lang und ist vor allem auch noch das Final Splatoon Splatfest. Wollen wir auch mal machen. Mario Maker läuft uns ja nicht weg. Dies können wir morgen auch noch spielen. Oder später oder sonst was. Wie geht's euch, Toads? Moin! Seht ihr, viel Spaß noch. Aber Splatoon,
das Bloodfest geht nur noch bis morgen, 14 Uhr, und deswegen will ich es auch mal ein bisschen spielen. Ja, könnt dann mitspielen, wenn ihr mich auf der Freundesliste habt, sonst müssen wir es noch adden. Je nachdem. Joa. So, ab geht's ins Bloodfest. Je. So, letztes, finales Splatfest. Los geht's. Moin. Marina und Perla, wie geht's? Ich join gleich direkt. Wunderbar. Ich hab's zu tun, Mitgliedschaft, aber Pius nicht. Was? Was hab ich nicht? Das verstehe ich nicht so ganz so. Chaos versus Ordnung, Leute. Jo. Natürlich habe ich mein Team schon gewählt. Ich bin Team Ordnung, Leute. So, Backfischstadion und das Schiff und zwei Wandelzonen erwarten uns jetzt. Ja, wir können auch das spielen, aber das machen wir jetzt nicht. So. Ab geht's ins Final Splatfest, wo wir jetzt exklusive Maps aus Splatoon 1 spielen können. Wie viele Freunde kann man auf der Switch haben? 300. So, schickt mir jetzt eure Anfrage für Splatoon 2. Haut eure Anfrage jetzt rein. Wenn dann mal eben kurz den Titel. Wunderbar. Hab Anfrage gesendet. Nice. Da könnt ihr meinen Freundescode sehen. Schickt mir gerne eine Anfrage. Und dann können wir ein bisschen spielen ins Betun. Wirst eh verlieren. Beste Discord-Nachricht. Ja, Mann. Okay, wir gucken mal. Eine Anfrage habe ich ja heute schon bekommen, wie ich sehe. Nur der SSV. Hast du was betun? Hoffe ich für dich. Hat er. Wunderbar. So. Komm, 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 komm. Das dauert immer. Okay. Noch eine Anfrage. Nice. One-Up LP. Nice. Ich habe zu tun, Mitgliedschaft, aber Pius nicht. Was hast, meinst du damit? Ich habe Pius nicht. Ach so, so meinst du das. Ja, dann schick mir eine Anfrage. Hau rein. Muss nur ein Update machen. Okay, das dauert natürlich wieder ein bisschen, glaube ich, ne? So, bitte warten. Jo, ich warte. Wunderbar. So. Ist die auch von heute? Weil leider kann ich nicht jede Anfrage annehmen. Nee, die ist nicht von heute. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und machen mal. Hab ein Dreiviertel des Codes. Ach so, ja moin. Gut. Warte. Denn hier. Nach 17 Minuten für was? So, das ist mein Code. SW22357530034. So. Jetzt ist die Freundesliste auch noch voll, ey. Ja, moin. Gut, dann löschen wir mal ein paar Leute. Zwei Leute, würde ich sagen. Löschen wir mal ganz spontan. So ein Chris. Wie lange habe ich den schon? Ja, vom 17. Denn ab und zu muss ich mal ein paar Leute löschen, Leute. Also wundert euch nicht, falls ihr mal gelöscht seid. Habt mit euch persönlich nichts zu tun. Aber ich muss ab und zu immer ein bisschen aufräumen, weil man schließlich nur 300 Anfragen bis zu 300 Freunde haben kann, muss ich ab und zu einfach mal ein paar Leute löschen. Dies geht sonst nicht anders. So, ich nehme erstmal die zwei neuen Anfragen an. Okay. Nein. Annehmen habe ich gesagt. Mann. So. Anfragen kommen reingeballert. Wir haben hier den Alberto mit einer Marina als Profilbild. Nice. So. Dauert und dauert. Dieses Annehmerei bei Splatoon regt mich immer auf. Deswegen spiele ich Splatoon noch nicht so oft mit euch, weil das immer ein bisschen nervig ist, diese Freundschaftsannehmerei. Die ist immer ein bisschen nervig. Vor allem dauert es immer Ewigkeiten. So, David, dich nehme ich gleich an. Weil wir können ja eh immer nur zu viert spielen. Deswegen, deine nehme ich später an.
hoffe, das passt so. Das ist Mary, die Beste. Ja, ja, wie heißen die hier? Aioli und Simone. Simone, genau. Ich bin hier wieder doof. So. Freunde, ab geht's, Leute. Kommt rein. Ich mache eine Lobby auf. Ohne Code. Kommt einfach rein. Dann spielen wir ein paar Runden das Splatfest. Chaos versus Ordnung. Gut. Ich spiele mit dem guten Schwapper. Der ist ja ganz geil. Test. Alles klar. Test, test. Das gute Hugo, ich kann deine Nachrichten lesen. Oder was ist los? Bin Team Ordnung, geht das? Jo, ich bin auch Team Ordnung. So, Lobby ist schon voll, wunderbar. Snell Bob TT ist am Start. Nice Pixel Nick ist am Start. Rage Squid ist am Start und Pius! Nice, Leute. Macht euch gerne in eure Switch den Sternchen TT, also Team Toad, ne? TT steht für Team Toad, habe ich ja gerade gesagt. Ist unser Community-Name. Snellbob und RageSquid haben das beide drin. TT steht für Team Toad und das ist richtig Ehre. Gönnt euch gerne den Namen, dann werdet ihr auf jeden Fall nicht gelöscht von der Freundesliste von mir. Also wer TT im Namen hat oder VIP ist oder beides, wird nicht gelöscht von meiner Freundesliste. Gönnt euch. Hab endlich TT. Nice. Zweithöchster Rang, Leute. Nice. Ich habe hier, welcher bin ich denn? Ich bin glorreicher Ordnung-Fan. Ist das die letzte Stufe? Ich weiß es gar nicht. Oh, ein neuer Abo. Dankeschön an Thomas fürs Abonnieren. Willkommen hier bei Hashtag Team Toad. So, Leute. Ab geht's auf dem Backfischstadion. Ich benenne mich um auf der Switch zu NDSTT. Nice. Fanflowrider ist letzter. Ah ja, ah ja, stimmt. 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 Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, oder? Ja, nee, passt, passt, passt. Okay. Ich dachte, es ist ein bisschen zu laut. Nee, passt. Ich habe Profilbild gemacht, aber es ist dann überall deshalb Test. Achso, ja gut. Ja, das mit dem Profilbild kann bei YouTube immer so ein bis zwei Tage dauern, bis das überall auf allen Devices aktualisiert ist. LOL. Was war das denn? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Mario Fan Mario, moin! Grüß dich! Geht's? Ich hab Dorothy auf der Liste. Neuer Abo! Dein Name von vorhin, den ich nicht aussprechen konnte, weil ich zu doof bin. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Toads! Willkommen! Okay, so, hier sieht's aktuell nicht so gut für uns aus. Gar nicht gut. Absolut nicht gut. So, ich mach kurz Stream aus. Bis Update durch ist, dann geht das schneller. Okay, mach das. Bis gleich, hau rein. Also hast du auch nicht so eine gute Internetleitung, oder? Weil ich glaube, viel bringen tut das nicht. Aber mach ruhig. Der muss ja wieder. Oh Gott, die Runde läuft nicht so. So, warte mal. Da spawnt einer. Ja, der hat vielleicht sein Special aktiviert, aber ich kill ihn trotzdem gleich. Okay, er ist weg. Wunderbar. Mein Name, ja, das ist so leicht. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen! Sehr viele R's auf jeden Fall am Namen. Das sind die Bayerer. Für die bayerischen Zuschauer, die haben es immer mit ihrem R. So, machen wir mal die Haftbomben. Die Schwarmraketen. Ich bin schon lange kein Splatoon mehr gespielt. Da habe ich ein bisschen Demenz mit den ganzen Namen. Ey! Oh Gott! Tschüss! Hier ist doch was los, ey. Es ist noch wo sichtbar, okay. Oh, die Map. Nicht die Map. Die Musik. Die Musik ist nice. Ich glaube, das ist die Musik vom Octo Expansion Endboss. Kann das sein? Sehr nice. Aber die Gegner sind stark in dieser Lobby. Dankeschön, Abo, Dankeschön. Ja, die Gegner hier sind ziemlich stark diesmal, würde ich sagen. Die nehmen uns ganz schön ein. Tschüss. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Musik aus dem Endboss vom Splatoon DLC. Der war sehr geil. Mir hat er damals sehr gefallen. Ja, vom DLC des Boss-Team, genau. Da hat der Albato genauso recht wie ich. Ja, sehr schön auf jeden Fall.
Sehr, sehr gut. Das Gewitter hört langsam auf, Leute. Ist das nicht schön? Das Gewitter hört langsam auf. Gute Sache auf jeden Fall. So. Ja, für alle, die heute neu dazugekommen sind oder so. Sprachlevel. Regarda ist ein Lied von der Gruppe Outlandish. So heißt das Lied. Okay. Ja, kenne ich jetzt nicht. Ja, Leute, ihr seid ja für alle, die heute neu dazugekommen sind. Kommt gerne auf meinen Discord-Abonnenten-Server. Dort könnt ihr mit mir schreiben und anderen aus der Toad-Community. Der Link zum Discord-Server jetzt im Chat. Gönnt euch gerne. Wenn du die Musik so geil findest, musst du dir die Wandelzone angucken. Ja, ich bin gespannt, welche Wandelzone es jetzt gibt. Weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, ne? Düt. Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn jetzt mal eine Wandelzone drankommt. Schließlich sind die ja die besonderen Sachen heute und nicht irgendwelche anderen Sachen. Nicht die anderen Maps. Ich will die Wandelzone sehen, Nintendo. Gib mir die Wandelzone. Wandelzone, nice. Was ist das für eine Map? Die kenne ich ja mal so gar nicht. Das ist die Finale, wo man die Statue sieht und dann kommt Perle und am Ende und die. Uiuiui. Das ist also geil, dass sie dran kommt. Super geil. Okay, Leute, wir sehen jetzt eine neue Map. Die exklusive feine Splatfest Map, Leute. Nice. Bin sehr gespannt, ich spiele sie zum ersten Mal, Leute. Ah, da kommen die Perlerbomben. Oh nein, die Gegner hat das aktiviert. Oh nein, los, los. Komm, wir aktivieren auch eine. Bam. Sehr, sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Oh Gott. Was los? Oder auch nicht. Hey, hier Pius. Ich habe ein paar Level gesehen auf Super Mario 2 mit Musik von Filmen, zum Beispiel Portal Combat. Wie macht man das? Weißt du das? Mit Musikblöcken. Mit Musikblöcken, mit diese Notenblöcken, so heißen die. Mit Notenblöcken kann man so Musiklevel bauen. So geht das. Aber wie genau, weiß ich auch nicht. Vielleicht findest du dort. Vielleicht findest du auf YouTube ein Tutorial dazu. Ich habe mich mit Musiklevel nie beschäftigt. So, hau rein. Auch du. Ja, gerade noch so bekommen, ey. Auf jeden Fall, die Map ist interessant. Alex Sovania, grüß dich. Guten Abend, Pius. Moin. Das ist ein guten Abend, wie man es will. So, Bomben explodieren. Hallo? Hallo? Wieso treffe ich die nicht? Hä? Wieso kann ich die nicht treffen? Okay. Lol. Jetzt will ich so nochmal. Oh nein! Jetzt ist auch noch mein Controller leer. Oh, schnell die Joy-Cons benutzt. Jetzt habe ich auch noch meinen Pro-Controller verlassen. Ja, geil. Okay. So, jetzt mit Joy-Cons unterwegs. Ach du Scheiße. Mit Joy-Con unterwegs. Hier geht's ja richtig ab, ey. Dann kommt der letzte Schrei. Oh mein Gott. Was geht ab hier? Mit Joy-Con kann ich nicht so gut spielen. Lol. Lol. Die Heulboje aus Splatoon 1, Leute. RIP, ja. Nee, ich schau mir die Konkurrenz nicht an. Nur dich. Hey, nice. Ehre. Immer diese Konkurrenzen, ich weiß, das sind so ganz schlimme Leute. Richtige Untertoads. Auf jeden Fall, Map gefällt mir, aber ich komme jetzt mit den Joy-Cons nicht so ganz klar. Ich lade erstmal gleich meinen Pro-Controller auf. Die Bewegungssteuerung ist hier ein bisschen anders. Das Motion Control ist hier ein bisschen anders. Ah, ich würde gerne gewinnen. Ah, ich weiß nicht. Ich hole erstmal ganz kurz ein Kabel. Wo habe ich denn jetzt hier mein Kabel, ey? Ah ja. Ah ja, Leute, ich habe das Kabel gefunden. Ehre. So, war die halbe Stunde in deren Base.
Lol. Okay. Ah, ich war woanders. So. Wir warten jetzt. Ach Gott, wie nervig. Jetzt kann ich die nicht wieder umändern. Warte mal kurz hier. Ja, müssen wir gleich ändern. Jetzt will er hier mit den Joy-Cons weiterspielen. Nee. Junge, lass mal auf jetzt hier. Wird hier abkassiert, Leute. Ich werde hier abkassiert. Man kann nur die Gegnerbomben kaputt machen. Die Gegnerbomben, okay. Interessant. Interessante Sache auf jeden Fall. Ja. So, eine Splatfest-Map hatten wir jetzt schon mal. Vielleicht sehen wir die zweite heute auch noch. Wäre nice. Vielleicht werden wir die ja sehen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir, spielen wir nicht gegen unsere eigenen Spieler, ne? Ich muss die neue in die Switch packen, okay. Du bist ein Profi. Dankeschön für diesen Profi-Tipp. Ehre. Ich denke nicht einmal an alles, ne? Auf jeden Fall Ehre. Nochmal die feine Map. Nice. Dankeschön für diesen Zufallsgenerator, der ist nice. Gefällt mir. Gute Auswahl. Gute Auswahl, gute Map. Guter Skill. Können wir uns noch ein bisschen genauer hier umgucken. Haben wir ja eben noch nicht gemacht. Wow. Ah, Wolke und eine Bombe. Und, Alter, was geht hier ab, ey? Ziemlich viel los hier. Die anderen Konkurrenz schreiben wir nicht an. Eieiei. So, Schwarmrakete, ab geht's. Ah, können wir die aktivieren, ja, ne? Ja, Ehre. Bam. Hier ist irgendwo ein Gegner, der ist weg. Da ist noch einer. Der ist auch weg vom Fenster, super geil. Fällt mir richtig gut hier, die Map. Die hat Style. So, der ist auch weg vom Fenster. Nice. Oh Gott. Wo ist der? Auch weg. Da ist noch einer. Und Clue Gamer. Wes. Moin, willkommen im Stream. Grüß dich. So, ist er mit hier oben? Ja, ich würde sagen, die Runde gewinnen wir auf jeden Fall. Wenn nicht, wäre schon ziemlich sad. Läuft bei uns. Ah. Ja, läuft auf jeden Fall. Bin da mal weg. Tschüss. Hau rein. Na, schade. Und hallo, Nasskatz-LP. Moin. Komm ins Stream. Okay. So, letzte Minute. Ich will mal ganz schnell in die Mitte. Ja, ich bin in die Mitte. Zur Heulboje. Ah, hier ist Marina. Lol. Ich konnte sie aktivieren. Cool. Ja, Mann. So, leider wurde ich gekillt, aber hey. Ich konnte sie aktivieren einmal, Leute. Yeah. Ja, in der letzten Minute kommt eine Heulboje in die Mitte. Um Gegner zu killen. Sehr gute Sache. Das ist unsere eigene Bombe, die können wir nicht benutzen. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ehre. Na, wo sind die Gegner? Da ist einer. Da ist einer. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben. Das weiß ich jetzt nicht. Pius, das ist mein zweiter Account. Normal bin ich Gangster 2.0. Alles klar. Wir haben gewonnen. Bam. Nice. Super, super toll. Sehr toll. Gefällt mir. Wir haben gewonnen. Und 44 Likes haben auf den Stream. Dankeschön. Wenn noch nicht geliked hat und der, wem der Stream gefällt und noch nicht geliked hat, lass auf den Stream gerne einen Daumen nach oben da. Ehre. Kennt ihr, ich stehe die ganze Zeit bei Perla und Pius klaut mir die Heubulle. Ups. Ups, Pius. Hallo Hugo. Ja, Rage Quit, ich wollte unbedingt die Perla-Bombe ausprobieren.
Die Perla Heuboje. Die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ja. Ja. Bin heute wieder da. Moin zurück. Das war hier ein Prost. Erstmal ein bisschen Apfelsaft getrinken, entspannt. So. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Lobby auf. Kommt nochmal rein. Wollte nur viele U schreiben. Alles klar. So, neue Lobby. Ihr habt wieder Glück, in die Lobby zu kommen. Vielleicht Leute, die eben noch nicht da waren, können jetzt neu dazukommen. Mit neuen Maps. Ja, die feine Map gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Kann man machen. Pixelnick war da eben schon da. NDSTT ist auf jeden Fall jetzt neu, glaube ich. Na, bin mir nicht sicher. Hab mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall Rage Quit ist nicht neu. Der war eben auch schon da, aber ist ja jetzt nicht so ein großes Ding, glaube ich. Ich weiß ja nicht, will noch irgendeiner spielen, der noch nicht gespielt hat heute? Wenn ja, schreibt's mal in den Chat. Joa. Entspannte Angelegenheit. Ein bisschen Splatoon 2 Splatfest. Zum Glück gegen ein anderes Team. Wollte nur viele U schreiben. Ich, okay. Wiesbaden, warum spamst du irgendwas in den Chat? Jubel neu. Neu. Ah ja, du bist neu, ja, hier im Spiel, ne? Wiesbaden, nicht irgendwelche random Buchstaben in den Chat spammen. Das macht absolut keinen Sinn. Das bringt dir nichts. Okay. Ah, das ist die Map, ne? Ich hab mich gerade gefragt, was ist das für eine Map, ey? Die sieht heute auf jeden Fall ganz anders aus vom Design her. Ja. Das Design kenne ich einfach noch gar nicht. Ich glaube, ich habe die Map noch nie im Dunkeln gesehen. Interessant auf jeden Fall. Interessante Sache. Uiuiui. Da ist ein Gegner. Komm mal her. Tschüss. Hau rein. Ja, den killen wir jetzt mit der Bombe. Ja, oder auch nicht. Wow. Wow. Okay, das hat mich überrascht gerade. Ich kam noch nicht ran. Ich habe sogar extra für dich mich so umgenannt. Aber du hast mich schon auf der Freundesliste, oder? Das wäre gut zu wissen. So, machen wir mal cool. Cool. Alles cool. Alles cool. Die cool Bomben. Okay, da oben geht's ab anscheinend. Was ist hier los? Ja, nicht viel. Oh Gott. Das war's wieder komplett. Ja, ich bin in deiner Vollzeit. Okay, gut. Gute Sache. Ja, die Runde will ich auf jeden Fall gern gewinnen. Ja, nice. Die haben gut gekillt, Leute. Sehr gut gekillt. Ah, hier oben ist auch noch so ein Raum. Okay. Boah. Gute Sache. Ja, gleich haben wir wieder die Bombe voll. Und letzte Minute. Oh, nö. Ja, moin. Ja, moin. Was ist das denn, ey? Wo habe ich gespammt? Ja, auch keine Emojis spammen. Das bringt keinem was. Weißt du, was mit dir los ist? Ich weiß auch nicht, was bei mir los ist. oh Mann, komm, die Runde wollen wir noch gewinnen. Die Runde wollen wir noch gewinnen. Die Runde wollen wir noch gewinnen. Das ist ein guter Abschluss für die Runden Splatoon für heute. Als ob ich den nicht getroffen habe. Kannst du mir nicht erzählen. So. Alles Betrug hier. 7 Sekunden. Als ob der schon wieder da war, ey. Ja, moin. Yasin ist zurück. Yasin kommt zum Ende. So. War das, haben wir jetzt gewonnen? Nee, wir haben nicht gewonnen. Ne? Doch, haben wir. Nice, guter Abschluss. Unser Wetter hat sich zwar nicht gerade gelegt, aber mein Empfang geht wieder. Alles klar, bist du draußen, oder? Ich bin einfach letzter Platz, ey, man kennt's.
Ja, Leute, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde, ne, über eine halbe Stunde das Tattoo gemacht. War nett. Ich gehe heute nämlich noch weg. Um 6:30 muss ich los. So, insgesamt der Stream jetzt 1 Stunde 40 Minuten. Ist, glaube ich, eine gute Sache für heute, würde ich sagen. Gar keine Emojis. 2 reichen aus. Nicht so viel Spam. Also so 20 Emojis in einer Nachricht. Das braucht man jetzt nicht. Nice. Ja, nein, bin doch zu Hause. Achso, der Empfang zu Hause, okay. Der Empfang zu Hause. Alles klar. Können wir eine ganz kurze Sache noch machen. Wandelzone. Will mal die Wandelzone mal angucken. Geh nochmal einmal die Wandelzone durch. Oh, dieser Hintergrund, der war einfach so geil, ne? Dieser Hintergrund war einfach sowas von epic. Ja, richtig, Splatoon 2 Octa Expansion DLC. Sowas von nice, ey. Hier die Bomben. Wie beim Endboss. Squids are hot, sehe ich auch so. Richtig hot. Ich glaube, wir waren noch nicht beim anderen Spawn. Hier gibt es anscheinend auch Schwämme. Wahrscheinlich ist unser Schwamm auf der anderen Seite, oder? Ja, genau. Genau. TT passt bei mir nicht mehr in den Namen. Das ist natürlich doof. So, wie weit kann man zu den Gegnern in Spawn? Ja, hier. Erinnert mich auch ein bisschen an Punkasio Skatepark und den ganzen Rampen und so. Hier auf dem Skatepark. Da oben können wir hin. Und weiter geht's denn, glaube ich, nicht, ne? Nö. Hier oben ist der Gegner-Spawn. Ja, nette Map auf jeden Fall. Hintergrund richtig scheiße. Richtig schick, wollte ich sagen. Wie war Octa Expansion für dich? Der war geil. Der DLC war damals richtig geil. Also, ich fand ihn deutlich besser als den Story-Modus, Yasin. Also den eigentlichen Story-Modus. Der DLC war deutlich besser. Genau. Was heißt TT Team Code? Genau. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Oh, das sieht mega schick aus. Guckt dir mal an hier, ey. Die tanzen da ohne Musik. Ohne Musik tanzen die da. Komm, einmal noch mal die Heulboje. Ah, jetzt nehmen wir mal die Landung. Ah ja. Ah ja. Wir sehen die Landung, Leute. Ah ja, schick. Da kommt Perla runter. Moin Perla, grüß dich. Und dann können wir eine Heulboje absetzen. Bam! Tschüss, Perla. Ah, ne, da ist sie wieder. Und da geht sie wieder weg. Und das Flugzeug fliegt wieder weg. Oder bleibt das da jetzt? Ich glaube, das bleibt da. Dishan, moin, du kommst gerade zum Ende. Ja, sehr, sehr schön. Ja, Leute, das ist die feine Map. Spielt auch noch ein bisschen Splatoon, wenn ihr wollt. Wenn ihr das Spiel selber habt. Ich finde die Map hier sehr, sehr geil. Und vor allem freue ich mich darauf, dass wir bald alle Splatfest-Maps im Privatkampf spielen können. Bin gespannt, wann das soweit sein wird. Und bin auch sehr gespannt, welches Team gewinnen wird. Team Chaos oder Team Ordnung. Ja, Leute, das war's für heute. Kommt gerne auf meinen Discord-Server. Link im Chat und in der Stream-Beschreibung. Oder folgt mal auf Twitter oder Instagram. Alle Links dazu in der Beschreibung und auch gleich im Chat. Ja, das war's für heute. Zum Abschluss könnt ihr gerne ein Like da lassen und mich abonnieren, falls ihr neu seid. Das war's für heute, Leute. Haut rein und bleibt spritzig. Mhm. Spritzig bleiben. Mhm. Ganz wichtig. Auch wenn Splatfest das letzte ist, ne? Trotzdem spritzig bleiben. Ne? Immer spritzig bleiben. Jo. Bleibt treu, genau. Tschüss. Haut rein.